Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Molenias Welt. So, im ersten Part waren wir unterwegs, haben uns eine ganze Weile vor Eisbären versteckt und wir wollten uns ja ein wenig ausrüsten und das machen wir auch weiterhin. Wir wollten Diamanten farmen gehen, glaube ich, ne? Das war jetzt unser Plan. Deswegen machen wir uns jetzt noch mal ein wenig Werkzeug. Wir haben ein Steinschwert, wir haben einen Bogen, aber nur einen Pfeil. Den lassen wir mal da, den nehmen wir nicht mit. Was zu essen brauchen wir, wenn wir uns ganz nach unten buddeln wollen? Ja, ich würde mich jetzt erstmal so stufenweise weiter nach unten buddeln, weil wir noch nicht so viel Holz und so haben. Sonst könnten wir das eigentlich auch mit Leitern machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Da müssten wir aber erst noch ein bisschen Holz besorgen. Was ich eigentlich gar nicht schlecht fände. Eigentlich fände ich das gar nicht so doof, weil das dann um einiges schneller geht. Und ein paar Kartoffeln in den Ofen. Huch, das ist ja Nacht. Hallo, du liegst in meinem Bett? Das ist meins. Geh woanders hin. Oh, böse, böse. Das ist jetzt böse auf uns. Wird Zeit, dass wir unser Langhaus bauen. Das ist so der, also, das ist eigentlich so der Plan jetzt, ne? Diamanten holen, ein bisschen ausrüsten, Zeug besorgen, Langhaus bauen. Das ist eigentlich so unser Plan. Da draußen ist ein Skelett. Ich habe es genau gehört. Was dürfte verbrannt sein? Da liegt ein Pfeil und da ist schon wieder ein Eisbär. Oh, guck mal hier. Ja. Ist ja gut. So. Oh, der hat uns doch schon wieder auf den Kieker, oder? Nee, anscheinend nicht. Da oben sind noch Pfeile und so. Kommen wir da ran? Meine Eisbären greifen uns doch eigentlich nur an, wenn die Jungtiere dabei haben. Das sehe ich doch richtig, oder? Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das ist ja schon mal... Oh Mann. Also, wir müssen uns noch irgendwie vor Eisbären schützen. Also unser Dorf vor Eisbären schützen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. Denn, da ist schon wieder einer. Das ist schon sehr anstrengend, den aus dem Weg zu gehen. Geschneit hat es anscheinend über Nacht auch. Oder das ist alles vom Baum runtergefallen. Aber ja, es hat dann ja geschneit in dem Fall, ne? So, wir machen jetzt noch ein wenig Holz. Wir schauen mal. Wächst du? Ja, sehr schön. Hat den Eisbären im Auge behalten. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das anstellen, dass die eben nicht in unserem Dorf spawnen. Ich hoffe, dass man das durch Wege und so ein bisschen verhindern kann, dass die dort spawnen. Aber da müssen wir mal schauen. Also wenn ihr da Ideen habt, wie wir uns hier im Dorf vor Eisbären schützen können, dann, hoppla, verdammt, dann gerne in die Kommentare damit. Ja. Dass wir das dann auf jeden Fall in Angriff nehmen auch. Aber ich werde auch noch mal schauen, wie das funktioniert. Okay, also wir haben jetzt 17 Holz. Ich denke, das sollte reichen. Wir packen jetzt den Setzling noch mal hier hin. Da haben wir eigentlich genug, da brauchen wir jetzt nicht wirklich drauf zu warten. Ein bisschen Essen machen wir uns noch. Wir könnten auch im Dorf natürlich irgendwas schon mal abbauen, irgendeine kleine Hütte, aber im Moment, das, ja. Hier vielleicht, dass wir einfach hier von dem, der Eissäule mal einmal das Holz nehmen. Das scheint ja auch nichts anderes zu sein. Aber es ist entrindet, oder? Nein! Ich hab dir nichts getan. Panische Angst vor Eisbären. Ganz toll, echt. Super. Ich will dich nicht erschießen müssen.
Ich verstehe das nicht. Es schneit, das ist so toll und ihr greift mich an. Okay, also gegen die Eisbären müssen wir tatsächlich was tun. Aber ist das nicht toll? Es schneit. Es schneit. Ich bin ja schon so im Weihnachtsfeeling irgendwie. Ich muss ja gestehen, keinen roten Fisch essen. Das kommt nicht gut. Wir haben schon für Weihnachten dekoriert. Ja, wir haben das. Wir stehen ja so auf Weihnachten und können das immer gar nicht abwarten. Und deswegen haben wir schon angefangen, so ein bisschen zu dekorieren. Und ja, naja. Ich finde Weihnachten toll. Und ich mag den Winter. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Holz. Abgezogenes Fichtenholz können wir auch zu Brettern machen. Das ist also gar kein Ding. Dann hätte ich eigentlich noch gerne ein paar Kartoffeln. Sind die hier schon gewachsen? Ne, ist immer nur eine, ne? Egal. So, den Rest lassen wir hier einfach wachsen. Und die braten wir uns noch. Und den Fisch auch noch. Wo wohne ich denn jetzt? Ist das hier meine Wohnung? Ja. So. Nee, das nicht. Das da rein. Eine Kohle rein. Und dann schon mal Holz machen. Machen. Und dann schauen wir gleich mal, was wir noch braten können. Also, das können wir noch braten. Fackeln müssen wir uns auf jeden Fall noch machen. Stöcker. Also, irgendwie liegt hier irgendwas auf meinem Mauskabel. Das schabt immer. So. Fackeln. Jetzt habe ich 80 Fackeln? Nein. 64 gibt 16. So. Dann haben wir auf jeden Fall genug Fackeln dabei. Also zumindest erstmal. Kartoffeln haben wir auch ein paar. Dann können wir gleich noch den Fisch braten. Machen wir nochmal eine Kohle rein. Den Schnee packen wir erstmal daran. Ich weiß nicht, ob wir den tatsächlich brauchen. Vielleicht später mal. Mal schauen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Werkzeug. Also, Dings hier. Spitzhacken. Da. Hatte ich noch irgendwo eine in der Kiste? Nein, also Spitzhacken haben wir keine mehr. Dann machen wir uns noch eine. So, also drei Spitzhacken, eine Axt, eine Schaufel bräuchten wir noch. Die können wir noch machen. So, und dann haben wir das auch schon wieder weg. Das Eisen. Sonst haben wir auch kein Eisen. Nee. Die können wir eigentlich schon mal rausnehmen und zu Blöcken machen. Die da rein, dann haben wir wieder mehr Platz. Okay. Werkbank würde ich mitnehmen. Würde ich einen Ofen mitnehmen? Ganz nach unten. Ich meine, wir müssten ganz nach unten, ne? Wir haben jetzt ja etwas Holz. Dann können wir uns doch eigentlich ein paar Leitern machen. Muss ja nicht so viel sein. So, 18 Stück ist ein bisschen wenig. Leitern, ich denke, das könnte reichen, um uns ganz nach unten zu bringen. Obwohl... 48... Wir haben dann noch ein bisschen Holz über. Wir machen noch mal ein paar. Oh nein. Oh nein. Ach, okay. Gewöhnen wir uns gleich dran. Passiert mir öfters, wenn ich mit dem Rezeptbuch arbeite, dass ich irgendwelche Blöcke daraus mache. Ja, ist so. Ärgere ich mich schon lange nicht mehr drüber.
Okay, das haben wir. Die Stöcke haben wir auch ein paar. Dann nehmen wir nochmal den mit, falls wir Fackeln nachmachen müssen. Die Kohle lassen wir aber da. Und hier lassen wir den gebratenen Fisch, lassen wir auch hier, weil wir haben, denke ich, genug zu essen dabei. Mehr brauchen wir nicht. Das müllt uns nur das Inventar zu. Okay, so. Guten Tag. Es ist meine Bude. Ne? Nur damit du das weißt. Ja, meine Bude. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal in unsere Höhle. Tür zu hier. In unsere Mine. Ich überlege, ob wir ganz nach unten gehen sollen oder ob wir uns von hier versuchen runter zu buddeln. Aber ich denke, wir gehen erstmal nach unten. Denn wir müssen ja auf ja, minus 59 runter. Und das ist ja schon eine Ecke. Das müssen wir später alles optimieren, dass wir nicht so viel rumlaufen müssen. Hauptsächlich nach oben ist es dann immer ein bisschen nervig. So, wir buddeln uns jetzt hier einfach gerade nach unten. Das dauert jetzt immer einen kleinen Augenblick. Stück für Stück machen wir das jetzt, dass wir uns hier runterbuddeln. Können das auch so machen, aber ich glaube, das dauert dann zu lange, ne, wenn wir das so an der Leiter hängend machen. Was noch ginge, wäre hier sich hier draufstellen. Geht das auch? Ja, das geht. Also kommen wir ein paar Blöcke weit. Das ist ja ganz gut. Ich da, kann ich runterspringen? Okay, ich glaube, so kommt man da ganz gut voran. Müsste ich nur irgendwie da die Leiter noch anbringen. Ein bisschen schwierig. An der hier vorbeizukommen, ist ein bisschen schwierig. Okay, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, das auf diese Art zu machen. Nur ich will nicht runterfallen, ich will nicht immer runter springen, weil wir dann so viel Schaden kriegen eigentlich. Und wir ja immer unser ganzes Inventar verlieren, wenn wir sterben. Deswegen machen wir das so Schritt für Schritt jetzt hier. Mal schön Licht. So. So, 30 Blöcke rum haben wir jetzt ja schon geschafft. Jetzt sollten wir demnächst unten sein und dann mal schauen. Ich hoffe, dass wir dann auch recht zügig ein paar Diamanten finden. Oh, eine Höhle. Da schauen wir natürlich mal eben schnell, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Da war Lapis. Mann, das ist gar nicht klein hier. Doch, das geht ja noch weiter. Ah, okay. Was ist denn das da? Da haben wir eine ein Dings, Leuchtranke. Okay. Um.
So Höhlen lohnt sich ja nun auch immer. Da sind dann oftmals recht viele Diamanten. Deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir uns das hier angucken. Ich muss mir nur irgendwie den Weg merken. In der Wegfindung bin ich ja nun nicht so gut. War ich ja noch nie. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. So, ich muss mir jetzt diesen Aufgang irgendwie markieren. Ah ja, okay. Den sieht man aber doch recht deutlich. Ja, durch die Leitern. Okay, alles klar. Alles schön Licht machen. Monster braucht keiner. Und dann schauen wir uns das Stückchen Höhle an. Das ist auf jeden Fall Gold. Wir gehen erstmal nach unten. Nach unten, weil wir ja Diamanten suchen. Bisschen Gold nehmen wir auch mit. Das ist zwar nicht so mega wichtig, aber für so manche Sachen braucht man es dann doch. Nix. Hier noch einmal hell machen. Okay, und dann haben wir Lava. Das ist gut. Da können wir uns dann nämlich irgendwann eine unendliche Lavaquelle machen. Da brauchen wir dann hier nur ein oder zwei Eimer Lava. Mehr braucht man da ja nicht mehr. Auch noch Lava. Und das war's, glaube ich, auch schon, ne? Das ist das, obwohl ist das die Leuchtranke, die wir gesehen hatten? Nee, eigentlich nicht. Ich will mal hier hinten noch gucken, ob da noch irgendwas ist. Scheint nicht so. Oh, hier ist auf jeden Fall noch Dings Redstone. Ja, aber mehr ist hier nicht. Okay, gut. Kam von da, ne? Okay. Ich denke, dann haben wir erstmal hier alles gesehen, soweit. Können wir da oben noch mal gucken? Hier ist auch noch mal Redstone. Hier ist Lava. Okay, dann holen wir erstmal den Redstone, bevor wir den vergessen. Da ist noch mehr.
So, dann schauen wir hier einmal. Sie haben ein schönes gibt. Oh, da geht es noch weiter runter. Oh, ich sehe schon kaum, dass ich mich hier noch verlaufe. Da geht es noch hoch. Da ist Eisen. Da geht es auch noch weiter. Oh mein Gott. Ja. Mal gucken, machen wir alles so Stückchen für Stückchen. Sollten uns auf jeden Fall einen Kompass machen. Wenn wir wieder oben sind. Oh, was ist das denn? Einfach damit wir, wie gesagt, immer wieder zum Spawn zurückfinden. Denn da wir ja direkt am Spawn sind, bietet sich das dann an, das über den Kompass zu regeln. Okay, hier haben wir noch irgendwas Größeres. An Höhle. Aber es ist ruhig hier unten, ne? Keine Monster bis jetzt. Jetzt habe ich es gesagt, gleich kommen dann Tausende, aber es ist schon recht ruhig hier, finde ich. Okay. Gut, dann holen wir uns das Eisen da oben. Nur das eine? Hey, das ist gemein und geizig. So, gut. Wir kamen von hier. Okay. Ich muss mir das versuchen zu merken. Ah, hier unten waren wir auch schon. Aha. Okay. Dann gucken wir einmal nochmal hier lang. Da geht es dann wieder nach unten. Okay, und das war es auch schon. Ich buddel jetzt nicht irgendwo noch irgendwelche Gänge rein. Wir gucken jetzt einfach nur mal eben schnell, ob wir hier was Offensichtliches finden. Und dann machen wir unsere Mine weiter. So, dann gehen wir hier vorne nochmal lang. Gucken hier nochmal. Mann, das ist echt groß. Ah, guck mal, Diamanten. Juhu. Ja. Ein. Okay, also das nehme ich nicht hin. Einer ist doof. Gucken wir mal. Ah, guck da. Das ist schon besser. Zwei Stück ist schon viel, viel besser, aber da ist noch Luft nach oben. Aber kann sein, das bleibt bei dem einen. Oh, guckt mal. Und da geht es noch tiefer. Gut, schauen wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal hier fertig. War hier nicht noch irgendwo Erze in der Wand? Da, Gold. Mhm. Ach, hier im Boden auch. Also Gold finde ich auch ganz nett, wenn man... So am Anfang mache ich das immer ganz gerne, dass ich mir dann daraus Spitzhacken mache, weil man ja immer nur mit dem Eisen unterwegs ist. Und wenn man sich eben dann aus Goldspitzhacken macht, dann ist man recht schnell. Die gehen zwar super schnell kaputt, aber die sind eben auch viel schneller wie Eisen. Und das finde ich dann immer ganz, ganz nett. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sorglos durch die Gegend renne. Dass wir uns nicht doch noch ganz doll verlaufen. Ich meine, ich bin ja nun... Wir wissen ja, meine Orientierung ist nicht so gut. Also,
Eigentlich habe ich eher eine Orientierung wie eine Bockwurst. Und das ist dann immer ganz gefährlich, wenn ich eben nicht einfach, wie wir das sonst immer machen, zurücksterben kann. Ja. Okay, hier ist auch noch ganz viel Zeug in der Wand. Also wir gucken hier noch um die Ecke und dann gehen wir, denke ich, erstmal wieder zurück und buddeln uns weiter nach unten, um eben noch ein paar mehr Diamanten zu bekommen. Ich weiß, wie viel haben wir denn jetzt? 2 Stück. Das ist ein Anfang. Oh, guck mal, da ist Redstone. In der Decke. Das nehmen wir erstmal natürlich mit, hauptsächlich für EP. Ach Gott, die verliert man ja auch, wenn man stirbt, ne? Also zumindest ein Teil davon. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ich schon nicht mehr ohne Keep Inventory spiele. Also schon seit immer habe ich das an, seit es das gibt. Ohne Spinne. Ich höre dich. Sehen tue ich dich zwar noch nicht, aber ich höre dich. Ah, guckt mal. Noch mehr Diamanten. Aber jetzt müssen wir erstmal die. Aha. Das ist ein Spawner. Wir haben den Spawner gefunden. Ah, wie cool ist das denn? Den schalten wir erstmal aus. Wow. Aber ich lasse ihn stehen. Ja, ich baue den nicht ab oder so. Wer weiß, ob wir den nicht nochmal für irgendwas brauchen können. So. Oh, Brot. Neues Brot, nachdem uns ja der eine Dorfbewohner alles geklaut hat. Eisen. Ein Eimer, da können wir vielleicht schon mal Lava mit nach oben nehmen. So, und jetzt wird's eng, ne? Brauchen wir nicht unbedingt. Brauchen wir nicht unbedingt. Nehmen wir mit, brauchen wir auch nicht unbedingt. Mal ein bisschen aussortieren hier. Flint brauchen wir. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir mitnehmen sollten. Habe ich nur noch 6 Fackeln? Oh mein Gott. Vielleicht sollten wir erstmal nach oben gehen. Ich denke, die Samen brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, weil wir eigentlich oben genug finden. Aber ich packe sie jetzt mal ein. Wir können sie dann immer noch wegschmeißen. Schauen wir nur noch einmal hier um die Ecke. So. Ich habe ja auch keine Fackeln mehr. Und wie gesagt, wir müssen den Weg uns merken. Habe ich schon abgebaut? Nein, kann ich also im Moment nicht mitnehmen. Lassen wir es einfach da. Aber die Diamanten nehmen wir natürlich noch mit. Und dann gehen wir erstmal nach oben. Okay, das waren wohl anscheinend tatsächlich nur 2. Ja, okay. Ach, können wir auch nicht mehr mitnehmen. Alles klar. Also, wir gehen jetzt mal eben nach oben. Ich hoffe, dass ich den Weg wieder finde. Ein bisschen aufpassen. Irgendwo waren Löcher im Boden, ne? Da. So, es war hier lang. Da waren wir schon. Genau. Jetzt muss ich kurz schauen. So, genau. Hier haben wir uns hochgedingst und sind wir von da oben runter oder nicht? Es geht schon los mit dem Verlaufen, ne? Das ist von hier kamen wir doch gerade eben.
Da hinten waren wir auch, da haben wir das Eisen geholt. Oh, Mama mia. Ja. Das ist, ja, wie gesagt, kennen wir ja von mir, ne? Orientierung ist nicht gerade etwas, was mir gegeben wurde. Nee, hier sind wir nicht hoch. Aber irgendwo. Hier waren wir auch noch nicht. So wirklich, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Oh, ich hasse das. Da waren wir auch noch nicht. Gut, okay. Jetzt ganz langsam und nochmal durchatmen. So, und jetzt nochmal von vorne. Genau, wir kamen da an. Und vielleicht kamen wir doch von hier. Nein, das ist ja das, wo wir hingegangen sind. Wir sind da hochgesprungen, haben in die Richtung geguckt und sind dann hier rum und haben in die Richtung geguckt, oder? Genau. Und da hinten ist der Spawner. Also da sieht das schon irgendwie so aus, als wenn wir da waren und auch wegkommen. Hier vielleicht. Da ist noch Gold. Ja. Okay, machen wir uns hier einmal hoch. Und ich glaube, hier müsste unser Ausgang irgendwo sein. Das sieht doch eigentlich schon. Ganz gut aus. Ja, gefunden. Wow. Okay, also ganz ehrlich, das ist das Schwierigste an am Spielen ohne Cheats, wie ich finde. Das ist das Schwierigste überhaupt. Oh, und hier hochspringen ist irgendwie auch doof. Aber wie gesagt, das optimieren wir alles noch, das machen wir noch. Aber jetzt brauchen wir erstmal Ausrüstung, um überhaupt da draußen klarzukommen mit den ganzen Eisbären und so, ne? Okay. Oh, guck mal, wir haben sogar Besuch. Hier könnten wir mal zubauen. So, dann ist das ein bisschen ungefährlicher, gerade auch für die Bewohner hier. Hey, könntest du bitte die Tür geschlossen halten? Wäre voll nett. So. Ach, hier liegt schon wieder jemand in meinem Bett. Ein bisschen auspacken. Eisen brennen wir gleich. Ja, den Rest packen wir einfach ein bisschen aus. Das lassen wir da. Knochen haben wir auch ein paar. Weg. Alles erstmal wegräumen hier. Und den können wir auch erstmal da lassen. Das auch. So. Vier Diamanten haben wir. Ich finde, das ist gar keine so schlechte Ausbeute. Die ist ganz okay. Vier Stück jetzt erstmal. Aber die lassen wir hier. Die lassen wir erstmal in Sicherheit. Wir brauchen Kohle. Stöcker wären schön, aber naja. Da müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir irgendwo noch ein bisschen Holz herholen können. Dankeschön fürs Bett. So, aber das machen wir dann erst im nächsten Part, würde ich sagen. Okay, dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns doch im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.